Ja, hallo Leute, seid ihr genauso neugierig drauf, was sich hier in dieser Schachtel befindet? Dann dranbleiben, in diesem Video erfahrt ihr es. Tja Leute, ihr alle kennt das Problem, da bestellt man sich irgendeinen Scheiß im Internet, hat dann eigentlich gar keine Zeit dafür, räumt es dann irgendwo hin in die Garage oder in den Keller oder sonst wo und aus dem Auge, aus dem Sinn. Und wann hat man mal Zeit, wieder die Garage aufzuräumen? Richtig, an Weihnachten. Ja, und dann haben wir da hier so ein Paket und ich habe keine Ahnung mehr, was drin ist. Ich habe offensichtlich den Lieferschein hier schon irgendwann mal raus, es ist auch kein Etikett mehr drauf. Und was da sich jetzt drin befindet, das ist jetzt natürlich die große Frage. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, aber dazu gehen wir rein, wo es wärmer ist. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wir schauen jetzt hier mal gemeinsam rein. Ich benutze dazu so ein Cuttermesser. Und Leute, wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, dann bestellt euch am besten auch so ein Paket. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Ich kriege dann da irgendwie 20% Provision oder so, hoffe ich mal. Keine Ahnung. Und dann müsst ihr aufpassen, wenn ihr jetzt da mit dem Cuttermesser arbeitet, dass ihr nicht zu tief da hineingeht und den Inhalt dieser Verpackung beschädigt. Es steht ja zwar drauf, ich weiß nicht, kann man es sehen, ich halte es hier mal in die Kamera, Umverpackung. Ich vermute also, dass sich in dieser Umverpackung dann auch noch eine Produktverpackung befindet. Ich werde das also ganz vorsichtig angehen. Boah, mir wird jetzt mal hier brutal warm. Also ich fange jetzt hier mal ganz vorsichtig an. Das gleiche auf der anderen Seite. Jetzt kommt es auch noch darauf an, hier einen sauberen Schnitt anzufertigen. So, und schon öffnet sich auch hier die Verpackung. Also meine Befürchtung, dass hier was passieren könnte, war wohl unberechtigt. Hier ist ein Haufen Füllmaterial drin. Ah, jetzt habe ich natürlich schon mal hier einen Einblick. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier noch so irgendwie so eine Bedienungsanleitung oder manchmal sind ja auch so noch so zusätzliche Schachteln mit Kabeln und Zubehör und Fernbedienung oder solchen Dingen. Haben wir jetzt hier nicht. Es ist eine relativ dünne Verpackung, nur mit einer leichten Folie verpackt. Mir wird jetzt nur wieder bewusst, naja, Reisebedarf, es war ja irgendwann Sommer. Hätte man ja auch Reisebedarf gebraucht, hätte man dann reisen können, das war ja aber dann eher schwierig. Damit hätte man doch eine ganze Weile verreisen können. So, jetzt bin ich natürlich auch gespannt auf die Produktqualität. Also es fühlt sich schon mal weich an, auch relativ reißfest und wenn ich daran ziehe, dann reißt es an der Perforation und nicht irgendwo in der Mitte. Also ich habe jetzt schon mal der erste Eindruck, denke ich, das ist wirklich sehr hochwertiges Reiseklopapier, mit dem man wirklich seinen Spaß haben kann. Also hier sieht man jetzt, ja, so ein kleines Zipfelchen hat sich jetzt hier gelöst, aber ansonsten scheint mir das doch hier echt was zu taugen. Also, ja Leute, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing-Video gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen hoch da. Wenn es nicht gefallen hat, bitte auch einen Daumen hoch. Wenn es euch scheißegal ist, dann bitte auch einen Daumen nach oben abgeben. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren und auf keinen Fall vergessen, diese scheiß Glocke zu drücken. Ganz wichtig. Ja, noch was. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum BMW GS-Fahrer immer ihre Koffer spazieren fahren, selbst wenn sie nur in die Eisdiele oder so fahren? Ich verrate euch mal ein Geheimnis.